Moinere Leute, ja, mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, heute zum neuen Video. Es geht darum, wir haben Platz Numero Uno erreicht im World Tournament und ja, wir reden ein bisschen drüber, was wird denn jetzt die nächsten Tage kommen und schreibt mir auch gerne mal rein, was ihr so für einen Rang erreicht habt bei diesem World Tournament am Wochenende. So, am besten starten wir einfach mal rein, was gab es denn jetzt alles Wunderschönes mit diesem World Tournament? Und zwar relativ simpel, wir haben den Titel bekommen. The best Titel ever. Der geilste Titel ever. Also, folgender Titel hat man bekommen für die Top 30. Wisst ihr ja vielleicht schon, Goldtitel. Zufälligerweise steht bei mir First Place im 43. Mal Tournament und ich bin sehr happy. Ja, wir haben ordentlich reingegrindet und alles. Aber jetzt erstmal ein dickes Dank an alle, die supportet haben. Vor allem in diesem Livestream, wo wir das Ganze erreicht haben. Platz 1 ist auf jeden Fall ein heftiges Achievement. Also klar, manche sagen jetzt, so machen sich drüber witzig, ah, der hat kein Leben, der hat das ganze Wochenende gegrindet, ah. Aber ich kann euch ehrlich sagen, es war sehr anstrengend, aber ihr im Chat, im Stream und auch die Leute, die ich überall gesehen habe, Kuss an alle, die so gesupportet haben, die einfach supportet haben. Wir haben es geschafft, Platz Numero Uno. Ja, das werdet ihr wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Content Creator nicht sehen, aber hier. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit dem Ganzen und Kuss, vielen Dank für den ganzen Support. War krank, war geil. Auch sehr viele Leute, die sehr gut performt haben, wenn wir da mal reingehen in World Tournament, auch ein paar aus der Community, krank. Darunter sowas wie Voyager, sowas wie so jemand wie Voyager. Oder wir haben hier Gino Aro mit dabei, sehr, sehr cool. Wir haben sogar Maxok, einer der Mods, der mitgepusht hat. Sogar OZ-Vertreter ist hier. Nia, der allerechte OZ-Vertreter. Gibt keinen anderen, der OZ besser vertretet. Dann Maxog ist mit dabei und Yusuf auch super cool gegrindet. Also wir haben wirklich einige Deutsche, die mittlerweile World Tournament grinden, was sehr geil ist und mir persönlich auch viel Spaß gemacht hat. Ja, wir haben nicht nur Platz 1 erreicht, sondern wir haben auch den Weltrekord in quasi Punkten aufgestellt für ein World Tournament. Das ist aber vor allem möglich gewesen dadurch, dass dieses World Tournament kleinere Maps hatte und mehr Bonusteams es wieder gab. Diese Bonus-Teams kommen immer zurück, wenn es einen neuen LR gibt im World Tournament. Deswegen habe ich mir das zunutze gemacht und habe einfach mal gedacht, okay, stellen wir einen neuen Rekord auf. Der davor war 800 Millionen und das war von Sohofen auch beim letzten World Tournament, wo es auch Bonus-Teams gab. Aber geil, ich freue mich, bin sehr, sehr braudo. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie lang habe ich wirklich gegrindet und was habe ich investiert. Also, um das mal ein bisschen besser auszudrücken, World Tournament geht 72 Stunden. Davon könnt ihr eine Stunde abziehen, weil ich um 6 Uhr morgens statt um 7 Uhr aufgehört habe. Wie lange habe ich jetzt geschlafen? Am Freitag auf Samstag habe ich 30 Minuten geschlafen am Morgen. Ich glaube von 7 Uhr bis 7.30 Uhr. Ich glaube, oder um 8 Uhr bis 8.30 Uhr. Und dann habe ich am nächsten Tag von Samstag auf Sonntag 40 Minuten geschlafen. Das Ganze war natürlich möglich, dadurch, dass ich wusste, okay, wenn ich kurz schlafe, dann bleibe ich Platz 1. Konnte ich bleiben mit einem relativ guten Abstand von 20 bis 30 Millionen durchgehend. Manchmal war es ein bisschen knapper mit 18 Millionen Abstand, aber nichtsdestotrotz. Also eine sehr anstrengende Performance war das über das Wochenende und ich kann euch jetzt sagen, ich kann es keinem empfehlen nachzumachen. Diese eine Stunde Schlaf in 72 Stunden waren insane für meinen Körper nicht nur. Auch für meine Mentalität und zufälligerweise habe ich das Ganze auch noch gestreamt. Also war jetzt vielleicht nicht ganz so geil, dann auch noch Dünnpfiff und vielleicht hier und da ein bisschen, ja, seine Aggression rauszulassen. Wobei, Aggression ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man ist manchmal einfach dann genervt nach so einem langen Grind und man war immer fokussiert und dann vielleicht die ein oder andere Sache im Chat, die triggert einen oder generell. Man ist ein bisschen mehr griescremig. Verzeiht es mir auf jeden Fall, aber sehr geil, ich kann es euch jedoch nicht empfehlen nachzumachen. Ich war zum Schluss tot. Die letzten 5 Stunden, ich habe Sachen gesehen, die ich mir, keine Ahnung, nie vorgestellt hätte. Zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit gedacht, bei mir bewegt sich was im Zimmer, Bilder bewegen sich und sowas. Also das ist schon wirklich nicht ganz so geil gewesen nach 72 Stunden. Ja, aber so viel erstmal dazu. Das war's auf jeden Fall. Cooler Push, hat mich sehr gefreut. Auch hier können wir nochmal zu den Friends reingehen, schauen uns das Ganze an. Sehr geil. Jetzt für die Zukunft. Heute war die Präsentation meiner Bachelorarbeit. Das Ganze wurde erfolgreich bestanden. Das heißt, wir gehen wieder rein in die Videos und ihr könnt euch freuen auf die nächsten Tage. Nämlich da heißt es Berechnung und eventuell gibt es heute Abend auch schon einen kleinen Stream. Zuvor muss ich aber noch was backen.
Ja, hört sich komisch an, aber für den Lehrstuhl morgen. Und ja, ansonsten gibt es wieder regelmäßig Content. Kuss, Kuss, Kuss. Danke dafür, dass ihr mich so zahlreich unterstützt, wie immer. Und grazie mille. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut da. Rein rüber.